Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kapschak hat natürlich völlig recht, dass wir keine Schlagzeilen produzieren, sondern um die Lösungen ringen, die Probleme angehen. Und ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Partei Die Linke, wenn man so die Äußerungen der letzten Tage sich ansieht, glaube ich, muss man auch passen, auch im Sinne der Demokratie, dass man da nicht Erwartungen schürt, die man am Ende des Tages gar nicht erfüllen kann. Damit gibt man nur der Politikverdrossenheit in Deutschland neuen Nährboden. Das wollen wir nicht. Und deswegen sollten wir uns an den Fakten orientieren. Und das können wir auch gerne in solchen Debatten wie heute machen. Die letzte große Rentenreform war 2001. Wir hatten einen Korridor im Blick bis 2030. Jetzt ist das Jahr 2016. Das heißt, man kann wirklich in die Halbzeitpause gehen und in der Halbzeit zieht man Bilanz. Und in dieser Bilanz kann man als erstes festhalten, dass sich die Bedingungen grundsätzlich nicht geändert haben. Die demografische Entwicklung ist so da, wie damals prognostiziert. Und zweitens muss man offen zugeben, dass wir auf jeden Fall Nachjustierungen machen müssen. Wenn wir uns jetzt die drei Säulen ansehen, die erste Säule, die gesetzliche Säule, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir heute noch mal den Schulterschluss von damals erneuern, dass wir sagen, wir haben hier eine Ausbalancierung der verschiedenen Generationen organisiert, dass wir gesagt haben, auf der einen Seite gibt es eine Bremse beim Rentenniveau auf die 43%, auf der anderen Seite belasten wir die arbeitende Generation nicht über Gebühr bei den Versicherungsbeiträgen und langfristig wollen wir und müssen wir länger arbeiten dort, wo es geht. Diesen Schluss sollten wir erneuern. Bei der zweiten und dritten Säule, Riester und die betriebliche Altersvorsorge, Herr Kapschak, bei der betrieblichen Altersvorsorge sollten wir daran festhalten, dass wir in dieser Legislaturperiode noch was machen. Das steht auch so im Koalitionsvertrag. Beim Ziel sind wir uns ja einig, dass wir das mehr attraktiver machen wollen. Und ich glaube, der Vorschlag von Wolfgang Schäuble ist auch richtig, hier auch über ein Zulagenmodell nachzudenken, ähnlich wie bei Riester. Und was bei Riester passiert ist, muss man auch ehrlich sagen, Frau Nahles hat an dieser Stelle recht, indem sie sagt, dass die private Altersvorsorge natürlich erstmal grundsätzlich immer lohnt. Wenn Sie Riester nehmen, gibt es ein Kapitalversprechen, das auf jeden Fall die eingezahlten Beiträge plus die Zulagen des Staates ausgezahlt werden. Aber, und das hat Frau Schimke richtig gesagt, diese furchtbare Bürokratie, dieses wenig nachhaltige Denken, dass Riester-Verträge abgeschlossen werden und dann zum Teil von dem einen oder anderen die Kunden im Stich gelassen werden, die Nachweise, die jedes Jahr erbracht werden müssen, über die Bruttolöhne, diese furchtbare Bürokratie, ich glaube, darüber müssen wir reden. Und ich glaube, das sollten wir auch in dieser Legislaturperiode noch machen, dass wir das beseitigen und Riester attraktiv halten. Der zweite Punkt hat Frau Schimke auch angesprochen. Wir haben damals beim Rentenniveau gesagt, es gibt einen Zuschuss bei der privaten Altersvorsorge. Wir haben also den Menschen gesagt, ihr müsst euch privat alt vorsorgen. Und dann kann ich natürlich nicht im gleichen Atemzug sagen, dann, wenn ihr in der Grundsicherung seid, nehmen wir euch das Geld wieder weg. Und deshalb bin ich froh, dass es auch so einen gewissen Konsens gibt, auch hier im Saal, dass wir sagen, bei der Grundsicherung gibt es einen Freibetrag für die private Vorsorge. Und private Vorsorge heißt natürlich auch Eigentum allgemein. Ich glaube, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren auch gerade bei der Mittelschicht zu wenig über Eigentumsbildung gesprochen haben, gerade auch beim Wohneigentum. Und ich glaube, auch solche Dinge sollten wir berücksichtigen. Und zu guter Letzt, Frau Schimke hat es auch angesprochen, die Flexirente. Auch hier bin ich froh, dass wir uns in der Koalition geeinigt haben. Die Regierung möchte jetzt mit einem Referentenentwurf kommen. Ich glaube, das ist der richtige Schritt, dass wir jetzt auch das längere Arbeiten attraktiver machen, dass wir nicht mehr von Renteneintrittsalter reden. Es ist ja nicht der Eintritt in den Ruhestand, sondern viele Menschen sagen, ich möchte die Rente beziehen und dann noch Teilzeit weiterarbeiten oder wie auch immer. Dass wir sagen, es ist ein Rentenbezugsalter und danach kann jeder selbst entscheiden, wie viel und wie lange er weiterarbeiten will. Und die, die länger arbeiten wollen und die Beiträge zahlen, die sollen dann auch mehr Rente bekommen. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass die Flexirente jetzt kommt. Das ist das richtige Signal zur richtigen Zeit. Ich habe noch 20 Sekunden. Deswegen komme ich zum Schluss. Sonst genau. Ich glaube, grundsätzlich sollte sich die Rentenpolitik zwischen zwei Polen bewegen. Auf der einen Seite sollten wir für die Menschen da sein, die länger arbeiten wollen, aber nicht können. Ich denke da auch an die Erwerbsgeminderten.
Und diejenigen, die länger arbeiten wollen, da sollten wir Anreize schaffen und auch Belohnungen, dass dieses passiert. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Und ich war im Zeitpunkt. Vielen Dank, das war fast Punktlandung. Als nächstes hat jetzt der Kollege Stefan